lachendes und ein weinendes Auge. Ich bin selber dran schuld. Ich habe selber in Dänemark geheiratet. Da muss ich mich nicht wundern, dass das Kind dann auswandert nach Skandinavien. Wir lieben Skandinavien. Wir fahren eigentlich immer, Entschuldigung, ich habe einen trockenen Mund. Wir fahren eigentlich immer, wenn wir Urlaub machen, immer, ich sag mir immer in den Norden. Wir fahren nach Dänemark, nach Finnland, nach Schweden, nach Norwegen, nach Island, Irland, England. Also wir fahren immer nicht in den Süden, wo Palmen sind. Wir lieben das einfach. Und dann war es eigentlich eine Frage der Zeit, aber sie ist jetzt 25 und jetzt wird es auch langsam Zeit, dass das Kind mal auswandert. Ja, aber das ist für uns beide ein total neuer Abschnitt. Aber ohne Bewegung ist das Leben eintönig. Ich kann mir mein Kind auch ehrlich gesagt in der Nachbarschaft nicht vorstellen, wo sie dann immer sonntags zum Kaffee kommt und ich mich dann aufrege am Telefon, weil sie einen Sonntag mal nicht zum Kaffee gekommen ist. Ich finde das mega spannend und habe dann immer einen Grund, mit meinem Hund immer schön ins Auto zu steigen, in die Fähre, es zu genießen, in dieses wunderschöne Land Schweden zu fahren, das ich leidenschaftlich liebe, durch Kopenhagen durch, wo ich dann noch im Nyhavn Fish and Chips esse. Ich finde das herrlich und ich freue mich. Thank you.